Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, zu einem neuen Part des Road to Commanders hier in Call of Duty Advanced Warfare. Heute habe ich einen neuen Gast am Start. Ja, sag mal hallo. Mehr oder weniger neu. Lehnt euch zurück und gönnt euch. Haptic Missgeburt ist wieder hier. Genau, und ich habe mir erstmal einen neuen Partner gesucht, weil ich muss sagen, mit einem Partner ist es alles viel besser. Und es ist einfach besser als alleine. Auf jeden Fall. Ja, wir nehmen gerade um genau 0 Uhr 2 auf, also 0 Uhr und 2 Minuten. Nee, 0 Uhr 2. Nee, Digga, bei mir ist genau 0 Uhr. Das hat irgendwas zu bedeuten. Das ist, nein. Die Uhrzeit sagt dir, dass du heute gut spielen wirst. Das ist so ein Neustart, weißt du? Ja, das ist so, dieser Modus so, 0 Uhr ist immer so ein Chiller-Modus irgendwie, ne? Da will man einfach nur chillen und einfach nur schlafen und einfach nur... Ja, ist wirklich so, ist wirklich so. Ja, ja, man, das ist so die Phase, wo man ein bisschen müde wird. Und sich dann ein bisschen zurücklehnt und mittlerweile nur noch chillt. Mittlerweile gehe ich auch echt früh schlafen, also so um 0 Uhr oder so. Also ich weiß nicht, ob das früh ist, aber 0 Uhr bis 1 Uhr gehe ich immer so schlafen. 0 Uhr ist relativ früh. Digga, ich bin heute um... Für YouTuber ist es früh, ne? Ja, relativ. Ey, die YouTuber stehen eigentlich immer mittags auf. Ja, wir zocken Herrschaft, lol, okay. Ja, wir können dann noch was anderes zocken, wenn du willst. Ja, absolut bestätigt danach, wenn nicht schlecht. Kein Ding für den King. Oh mein Gott, okay, warte mal. Oh, mich nervt das Kabel jetzt hier. Normalerweise habe ich mein Kabel immer auf der PlayStation 4 angeschlossen, aber... Oh Mann, ich hoffe, ich verkacke jetzt nicht Ultra. Ich zocke in letzter Zeit den ganzen Tag nur Far Cry. Far Cry ist, im Moment so mein Lieblingsgame. Far Cry ist ein Pflichtkauf, Digga, aber... Ja, das sagt der Richtige, der es noch nicht gekauft hat. Ich hab's nicht gekauft! Ja, was? Jetzt kommen die Ausreden. Ja, ich hab's... gekauft. Ich hab's nicht gekauft, weil... What the fuck, ist ein Systemhack? Ja. Was? Komm schon. Ich muss kurz mein Programm aufschließen, das ist gerade disconnected. So, ich hab's nicht gekauft, weil ich mich mehr auf AW konzentrieren möchte. Ja, das würde ich auch gerne, aber... Bei mir ist es das der Fall, ich habe auch einen zweiten Kanal. What the fuck, meine Güte. Ich will eine Flagge einnehmen. Ich mache gerade gar keine Kills, Digga. Ist übrigens mein erstes Spiel des Tages. Aber ich hasse Ausreden, ernsthaft. Also, ja, aber es ist aber wirklich so, mein erstes Spiel ist immer schlecht. Nicht immer, aber es ist relativ so, die Hände sind so kalt, weißt du, so als wären die eingefroren. Ja, so, das Ding ist, ich spiele sehr viel auf PS4 mittlerweile. Nimmst du die Flagge ein? Guck mal, keiner nimmt mit mir die Flagge ein, keiner. Ja, ich bin gerade gestorben, weil mein Elgato ist disconnected. Ich hatte gerade irgendwie 10 Sekunden oder so kein Bild. Oh wow, okay, ja. Ich spiele lieber auf der PS4 irgendwie, muss ich sagen. Aber ich habe das Road to Command auf der Xbox gestartet. Den muss ich natürlich hier drauf spielen. Leider, leider, leider. Aber so ist es nun mal. Da hinten ist ein Gegner. Oh shit, oh mein Gott, was mache ich denn da, bitte? Was? Lass mal B holen, komm direkt zu B von da. Ja, ich komme. Zu zweit macht das Ganze schon viel mehr Bock. Das Spiel ist so ein Spiel, was man lieber zu zweit spielen muss, lieber, finde ich. Da ist noch einer auf B. Hab ihn geholt. Okay, nimm einen, ich komme. Da ist jemand. Komm her. Nice, ja, ich hab ihn. Ich hab die Mitte, da kommt keiner. Nimm einen. Aus der hinteren Seite kommt keiner. Oh, okay. Oh, ich wurde mit einer Granate oder irgendwas getötet. Ich krieg B. Verdammt. Ja, das ist diese Streak, Mann. Mann, das ist diese scheiß Streak. Guck mal, wie viel Kills der macht. Spielst du eigentlich, Ranked Games? Ja. Müssen wir mal spielen zusammen, Digga. Kann man das zusammen spielen? Müsste eigentlich, ne, gehen. Ja, na klar kann man das. Glaub schon, oder? Ja. Ja, müsste eigentlich. Ja, die Gegner sind... Da ist nicht besser, nicht schlechter, aber ist kontrollierbarer, weil es nur 4 Gegner sind. Das Spiel ist zu hektisch für 6 Gegner. Findest du? Ja, das kann man kaum kontrollieren. Ich weiß, ich finde 6 Gegner eigentlich perfekt. Deswegen, ich spiele eigentlich hier gar nicht so Bodenangriff oder so. Weil ich finde, es ist eigentlich voll unnötig hier so. Mit so vielen Leuten. Digga, das Problem bei AW ist... 6 Gegner ist wirklich zu viel. In jedem anderen COD perfekt. Man konnte die richtig gut kontrollieren. Aber hier ist es wirklich... Oh, random block hier nicht. Hier ist es einfach zu hektisch. Oh mein Gott, ich werde von Dächern weggeholt. Ja, ja. Stimmt schon. Hier ist es sehr hektisch, aber... Wie gesagt, bei Ranked Games ist es ja 4 gegen 4, ne? Also da ist es ja auch 4 gegen 4. Und da ist 4 kontrollierbarer. Also können wir gleich... Oh mein Gott. Der Typ hat immer noch diese scheiß Digga, ich bin so müde. Ich kann nicht mal mehr treffen, Alter. So müde bin ich nicht, aber ich bin gerade so in Chiller-Modus irgendwie. Ich will einfach nur chillen und versuchen, Flanken einzunehmen. Ja, ich bin gerade auch relativ schlecht, aber das Game kommt trotzdem. Es macht irgendwie immer Spaß. Shit. Macht immer Spaß! Ja, das Ding ist, was ich in letzter Zeit versuche, ist immer die Flanken einzunehmen, also dass wir auf jeden Fall die Flanken bekommen. Wie viel... Okay, wir verlieren gerade, wow. Komm, lass A einnehmen. Ja. Ach, du bist gerade nicht... Ah, die werden hier gespawnt. Oh mein Gott. Schaff's nicht. Nein, bitte, Bombardierung. Krieg mich nicht, bitte.
Oh mein Gott, ich bin Level 23, nice. Das Road to Commander endet langsam. Oh mein Gott, ich bin im Gebäude und sterbe trotzdem durch diese scheiß Killstreak. Unglaublich. Ja, das war damals beim MW3 scheiß Dreck Stealth Bomber auch schon. Kannst du dich erinnern? Stealth Bomber, ja. MW3. Unterstützt das Streak. Digga, ich sterbe dieses scheiß... Meine Güte. Hallo. Was ist denn das für eine scheiß Streak, die ganze Zeit oben ist? Keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall mal Ranked Games zusammen zocken. Das macht richtig Laune, Ranked Games. Ja. Oh, so. Digga. Die Lobby ist so schlecht. Ja, die Lobby ist richtig scheiße. Da muss ich sagen, Ranked Games sind so... Oh, wow, ich spiele auch richtig scheiße. Guck mal, wir haben dieselben Score. Digga, 10, 13. Ja, wir verlieren. Holy shit. Was ist los mit uns? Keine Ahnung, Alter. Egal, Digga. Das nächste Spiel wird besser. Das ist nicht so schlimm, ne. Ich hoffe, wir spielen auf Biolab. Ist mein Lieblingsmap. Reimt sich sogar. Biolab, Lieblingsmap. Ja, die Schneemap. Kannst du dich erinnern? Oh, hier ist ein. Ne, das habe ich nicht auf. Es gibt immer noch diese Fallen, ne, mit Vorräten, glaube ich. Keine Ahnung. Aber ich kann dir sagen, woran das liegt. Und zwar, wir versuchen ja die ganze Zeit Flank einzunehmen. Und, wow, wir sind die einzigen zwei in der Lobby. Shit. Ich weiß nicht, ob wir leaven wollen oder nicht. Halftime. Fuck. Nee, wir sind, da sind noch zwei andere. Ja. Ah, doch, nee, bei mir sind nur zwei jetzt. Ist bei mir später angekommen. Nee, lass weitermachen, wir schaffen das schon. Jetzt join Gegner, kein Problem. Na gut. So, sag mal was. Wenn du, wenn du schnell aufsteigen möchtest, dann müsstest du Suchen, Zerstören spielen. Also, echt? Ist zwar, ich weiß nicht, ob es gut ist für ein RTC, ich kenne mich da nicht so aus, aber das, ja, ist der Modus, wo du am schnellsten leveln kannst. Mit Abstand. Mit Abstand. Oh mein Gott, diese scheiß System-Hacks. Die gehen mir so auf die Nerven, das glaubst du gar nicht. Ja, dieser scheiß Totenkopf am Anfang, das ist das Schlimmste. Ich hab's jetzt nicht unbedingt so eilig, muss ich sagen. Ja, wenn du willst, kannst du rausgehen, wir können eine neue Lobby suchen. Ja, das Ding ist, ich krieg natürlich dann die Punkte. Soll ich rausgehen? Ach so, warte, war ich nicht der Leader? Ja, ne? Dann muss ich rausgehen. Ja, du bist der Leader. Ja, okay, ja, ich also, raus. Ich glaube, ja, wir gehen raus, glaube ich. Wenn die Lobby zu scheiße ist und wir sowieso verlieren, gehen wir raus. Weil es hat keinen Sinn, da noch drin zu bleiben. Und suchen Abschluss bestätigt direkt. Ja. Ah, du bist Level 40, herzlichen Glückwunsch. Was ist Prestige? 3. Sei schon. Ich hab, ja, ich war 2 für eine Woche oder so. Ich habe nicht Prestige gedrückt, obwohl ich die ganze Zeit hätte drücken können. Ich wollte eigentlich nicht drücken. Nice. Aber Riot ist mein Lieblingsmap, muss ich sagen. Riot, so. Ja, die campen aber. Ist die beste Map. Finde ich. Biolab für immer. Ja. So. Ich wollte irgendwas sagen und jetzt hast du... Jetzt hab ja, ich's vergessen. Ich kenne das. Das ist bei mir genauso. Ich hasse das, Alter. Es liegt mir auf der Zunge. Bitte, es muss dir einfallen. Achso, ja, suchen und zerstören. Ich habe einmal gespielt und da hatte ich auch in einem Supply Drop doppelte XP gezogen. Ja. Und da habe ich 93.000 verdammte Punkte bekommen für eine Runde S&Z. 93.000. Im Durchschnitt kriegt man so vielleicht, ja, in Domination vielleicht 10.000, höchstens 15.000. Was? Vielleicht 20.000. Aber S&Z, ich weiß nicht, ist so langweilig so ein bisschen, finde ich. Ja, ja, aber wenn, naja, wenn man tot ist, ja, wenn man tot ist, muss man zugucken, aber wenn man überlebt, das geht's eigentlich klar. Das Ding ist einfach, du machst einen Kill und kriegst instant 1.000 Punkte dafür. Das ist krass. Das ist richtig heftig. 1.000? Wenn du dann richtig klatschst und alles da abgeht und du alles zerreißt und 19-2 hast, richtig viele Kills machst und dann noch Bomben legst und Diffuse und doppelte XP hast, dann steigst du auf wie ein Monster. Okay. Aber man muss schon ein relativ gutes Spiel erwischen. Aber man kriegt immer viele Punkte. Kannst du ja irgendwann mal vielleicht, wenn du willst, testen. Du wirst es sehen am Ende. Kriegst locker wirklich, Digga, ohne Spaß die meisten Punkte in der S&Z. Da kann man ja Ranked Games spielen. Da steigt man auch schnell auf, glaube ich. Ja, da gibt's doch S&Z, ne? Ja. Wie sieht's bei dir mit einer DNA-Bombe aus? Nicht erreicht, weil zu wenig gespielt. Ah, nee. Weißt du, was die Leute machen, um eine DNA-Bombe zu bekommen? Ja, ich weiß, was du meinst. Reverse Boost. Ja, die sterben die ganze Zeit, die töten, das macht fast jeder. Und dann kriegen die so 40 DNA-Bombs oder so. Ich habe mir ganz ehrlich überlegt, das auch mal zu machen, weil es macht wirklich jeder und ich will zwar nicht sagen, ja, aber nur für eine DNA-Bomb, Digga, aber guck mal, jetzt überleg mal. Du willst dich die ganze Zeit killen, du hast in der Zeit keinen Spaß, nur um diese scheiß Bombe zu bekommen. Ja, stimmt. Obwohl es schon Spaß macht, die so Noob zu zerstören, weißt du?
Ja, klar, Weil jetzt spielen wir halt gegen Leute, die auch unser Niveau sind quasi. Nicht unbedingt ganz, aber so ähnlich zumindest. aber. Ja, es funktioniert noch nicht gut. Aber das Schlimme ist, ich war mit Amerikanern so oft in der Lobby. Digga, wann ist man mit Amerikanern in der Lobby? Das ist wirklich fast eigentlich unmöglich, in alten CODs mit Amerikanern zusammenzukommen. Oder sehr selten. In Das ist alten das Problem. CDs? Echt? Ja, ist wirklich so. Das, vielleicht hast du es nicht gemerkt, aber wann hast du mal auf die Spielerkarte geguckt und da stand America? Selten eigentlich, fällt mir auf. Weil, ja, und das ist das Problem. Es wird das Skill-based Matchmaking, das heißt halt, je nachdem, wie gut die Gegner sind, dass sie auf gleichem Level sozusagen Ja. angepasst werden. Aber Connection wird gar nicht mehr drauf geachtet. Das ist das Problem. Das heißt, du kannst mit Leuten auf Übersee zusammen auf einen Server kommen, also Amerika, hast dann die Ja. übel schlechte Connection. Okay. Aber ich Weil muss. Connection ist nur zweit- oder drittrangig in der Suche, weißt du? Ich Das muss ist das aber. Problem. Oh shit. Ich muss aber auch sagen, dass ich Connection nicht so bevorzuge. Also ich meine, was laber ich da? Ich meine, ich muss eigentlich. Was wollte ich jetzt sagen? Irgendwas mit Connection wollte ich sagen. Ja, ich muss sagen, die Connection ist hier nicht so gut, das wollte ich sagen. Ja, ist sie auch nicht. Ja, Also die vielleicht genau Connection deswegen, wegen dem Grund. ist hier sogar Oh, der ziemlich. schwebt! Ah, dieses Schweben kam so unerwartet. Man denkt, er fällt runter und auf einmal. Ja, ich denke am Anfang, die haben gehackt oder so. Unglaublich. Nee, ich dachte ernsthaft, die hacken oder so. Shit. Das wär's, Alter, wenn's gehackt ist. Es ist ja immer in den ersten Tagen gehackt. Also, was heißt Ja, gehackt? ja. Ja, aber das ist immer so. Bis der erste Patch kommt, kann man halt hacken. Das war Ja. im COD so. So. Was? Digga, ich bin Wir haben immer 11 noch zu Black Ops 2. 2 Modus, Digga. Das ist immer noch Ja, so. Black Ops 2 will ich auch mal spielen, Digga. Können wir gern machen, aber das Problem ist, Digga, ich bin immer noch so an Black Ops 2 gewöhnt, weil ich immer aufhöre zu schießen. Ja, du bist vor allem, was ich immer oft mache, ich zähle die Hitmarker. Also ich zähle die Hitmarker so im Innerlichen, im Inneren Echt? quasi. Und dann höre ich auf zu schießen, weil ich denke, okay, der ist jetzt tot. Kannst du überhaupt so schnell zählen? Also. Nee, das ist im Innerlichen. Das passiert so. Ich zähle nicht direkt. Ich gucke, wie viel. Wie soll ich sagen? Ich Ich verstehe schon. höre ungefähr, wie Was viele Hitmarker ich gemacht habe, quasi. Gott, mein eines Auge ist so ein bisschen unscharf. Kennst du das, wenn du so ein bisschen müde wirst? Wie ja. das eine Auge unscharf wird. Ja, wir müssen auch heute nicht so viel aufnehmen, Nein, Digga. nein, da müssen wir nicht. Einfach gechillt, ein paar Runden zocken, wie wir es am Anfang gesagt haben. Dann geht alles klar, läuft schon. Ja. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass du mitmachst. So, damit ich wenigstens einen Partner habe, weil alleine ist es immer ein bisschen demütigend. Ist auch ein Immer bisschen wieder gern. langweilig, weil das Ding ist, man kann auch nicht wirklich so viel zum Spiel erzählen, weil, ja, die besten Waffen AK-12 BRL. Ja, ist so. Weißt du, was ich meine? So, du Digga, kannst. es ist einfach, man kommt zusammen, man zockt so, wie man zocken würde, wenn man auch nicht aufnimmt, einfach zusammen chillen, zocken, Ja, genau, bisschen so wie im reden. Livestream Das ist, einfach. ja, das ist perfekt. Ich glaube, das unterhält die Leute auch mehr. Kannst ja mal an der Like-Zahl sehen. Also Leute, ihr könnt ja mal, oder schreibt es in die Kommentare oder zeigt es mit einem Like, ob es besser ist, wenn jemand da ist oder nicht. Ich rede mal jetzt für dich auf deinem Channel, Danny, wenn du nichts Ja, dagegen ja. hast. Darfst du. Übernimm doch gleich mein Channel, ich gebe dir mein Passwort. Ja, hab ich doch sowieso schon dein Ah, ja, Passwort. stimmt. Aber du hast mir nicht gegeben, ich hab's gehackt. Wo ist der Typ? Oh shit. Oh Mann. Ah, ja, genau. Wir müssen ein paar Tags mehr aufheben, weil Gewinn lohnt sich hier aber auch, so muss ich sagen. Wenn wir Gegen gewinnen, kriegen wir Spielbonus, 2000 Punkte. ja, okay. Wenn wir Stand, verlieren. Sir, ich sammle Marken ein. Aber ich muss sagen, so 1000 Punkte für einen Kill sind schon sehr viel. Aber denkst du Klar, wirklich richtig viel. 1000 Punkte, nicht 500? Nein, 1000, glaub mir. Echt? Sicher? Ja. Sicher, Okay. hundertprozentig sicher. Wirklich. Und stell dir vor, du hast noch doppelte XP gezogen. Oder EP oder wie auch immer. Oh mein Gott, dann levelt man ja ultra schnell. Also ultra schnell. Ja, also S und Z ist Level-Modus. Ja, Aber man merke muss ich. halt eine gute Lobby haben, weißt du, das ist die Voraussetzung. Also was Ja. heißt gute Lobby? Man muss gut spielen einfach. Ja, verstehe. Also dieses Reverse-Boosting, das ist ja. Ich kann es einfach nicht glauben, dass es einfach jeder macht. Aber ja, so kriegen die Leute ihre DNA-Bombs. Also keine Ich glaube, Sorge, man. wenn ihr da Ja. keine DNA-Bomb draußen bekommt. Ich hoffe, es laggt nicht so sehr in der Aufnahme. Aber Ja, wirst nein, du soll es nachher sehen. nicht. Ja, will ich nachher sehen. Wenn ihr keine DNA-Bomb bekommt, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das liegt dann echt daran, einfach nur weil. Ja, weil ihr einfach auf dem Niveau. Weil es geht halt nicht. Guck mal, wenn zum Beispiel. Also sagen wir Pro-Spieler, ne? So Optik-Leute oder so, ne? Na, ja, verdammt. Optik-Leute oder so, ne? Du hast mich von der Killzeit aufgeholt. Optik-Leute
Zum Beispiel, wenn sie in Turnieren spielen, gehen sie auch. Also da würden sie niemals eine DNA-Bomb schaffen, sag ich mal, weißt du? Nein, sowieso nicht. Wenn dann Public. Und, aber auch gar nicht so oft Public. Also ich kenne Leute, die schaffen viel mehr als so Optik-Leute. Ja klar, aber ja, das Problem bei denen ist, die zocken einfach immer competitive, weißt du? Ja. Die gehen gar nicht so oft in Public-Lobbys, wirklich nur selten. Ja. Sonst würden die mehr schaffen. Also Scumpy hat vor kurzem seine erste DNA-Bomb geschafft. Ja. Auf Terrace oder Terrace oder wie auch immer man die Map nennen möchte. Ja, Terrace, glaube ich. Und da hat sich gefreut wie ein kleines Kind. Weil Pro-Player freuen sich immer so über diese Public-Errungenschaften. Ja. Die einfach so, weil die spielen einfach so wenig, weißt du, Public? Die sind wirklich nur auf Online-Turnieren, Offline-Turnieren und wenn sie nicht auf Turnieren sind, dann trainieren sie mit ihrem Team. Was mir aufgefallen ist, die sind auch gar nicht so gut Public, weil sie diese komischen Movements dieser, ich sag mal jetzt Anfängerspieler, gar nicht erwarten, sag ich mal. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ist so. Weil sie eigentlich nur Pro-Movement, also zum Beispiel, sie wissen die Laufwege ihrer Gegner. Ja, wie soll ich sagen, aber nur dieser Pro-Gegner, aber halt random Leute, die hier spielen, die laufen manchmal so komisch, so random, unglaublich. Ja, man kann es nicht einschätzen, das ist schon so. Verdammt, ich sterbe jetzt am Anfang. Also damals, also vor ein paar Minuten ging es noch, jetzt sterbe ich ein bisschen öfter, verdammt. Kein Problem, Digga. Ja. Gechillt ist zocken. Also du verzeihst mir, ja? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist es echt belastend, dass du jetzt am Ende so oft gestorben bist. Ah ja, das verstehe ich. Verstehe ich auf jeden Fall. Kannst du mich bitte jetzt in Ruhe lassen? Du nervst gerade, weil du bist so oft gestorben. Okay, ich halte meine Schnauze, okay? Okay. 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 Okay, ja, ja, halt deine Schnauze. Ja, ne? Oh. Ich liebe es immer so anders zu reden, so. Entweder so oder auch so, du weißt so, diese richtig gute Sprache. Oder so. Digga, kannst oder du so, so sprechen? Oh shit. Mama mia, überall Gegner. Ich muss ein bisschen reinkommen. Wer weiß, vielleicht kommt eine Live-DNA-Bomb. Ja, das würde ich auch gerne mal machen, aber es ist halt nur mal... Ich müsste dieses Reverse-Boosting-Dings da machen. Nein, musst du nicht. Aber ich glaube, also es kam so viel Kritik jetzt. Da ist jemand. Hab ihn. Nice. Es kommt jetzt so viel Kritik für hier bei den Leuten ein, bei Sledgehammer Games. Die werden das, glaube ich, also nicht höchstwahrscheinlich, aber schon ziemlich wahrscheinlich patchen. Was meinst du? Ach, das, ja, also das wahrscheinlich. Das ist nach Connectivity, also nach, ja, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, nach Verbindung gesucht. Ja, ich weiß, was du meinst. Weil es ist das einzig Sinnvolle, weil, guck mal, bei Halo zum Beispiel lohnt es sich absolut, nach Skill zu suchen. Ja. Ja. Aber hier so in dem Spiel, was eher so für die breite Masse gemacht ist, wo Public eigentlich im Vordergrund steht, ganz anders als bei Halo, da ist es einfach der letzte Mist, braucht kein Mensch. Man braucht einfach eine gut gemischte Lobby, gute Gegner, schlechte Gegner und gute Verbindung. Das ist alles, was man in COD braucht. Ja, verstehe. Ich wurde geboxt, Mann. Boah, dieses Dach hier, ne? Das ist so der Ort, wo man wirklich eine DNA-Bomb locker bekommen könnte. Digga, es fällt mir gerade ein, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber erinnert dich die Map auch an The Walking Dead? Die Map? Ja, ja, überleg. Im Gefängnis die Szene. Ja. Übertrieben, ja. Ich wette, die Entwickler haben deswegen hier auch Zombies gemacht, weil auf der Map hat man Zombies, weißt du, ne? Echt? Ah, ja, nee, da habe ich nicht gespielt, noch nicht. Nee, es gibt Exo-Survival. Das ist so wie ein MW3 Überlebenskampf, nur halt mit den Exosuits. Ja. Und wenn man dann eine gewisse Anzahl von Runden auf anderen Maps gespielt hat, schaltet man Riot frei. Und dann kommen hier dann Zombies am Ende. Und dann kriegt man so eine übelste Zombie-Maske. Ja. Das würde ich gerne mal spielen, diesen Zombie-Modus. Ich wette, die Entwickler, das ist eine Art Easter Egg, so wegen Walking Dead. Ja, weil ja. Am Ende wird die ganze Map von Zombies wirklich überflutet einfach. Das ist so krank. Aber können die springen dann auch, oder wie sieht das aus? Nee, die können nicht springen. Okay. Aber das sieht so krass aus, Digga. Die haben am Ende so eine Cutscene reingemacht, also wo man nicht selbst steuern kann. Ist unglaublich. Das ganze Gefängnis überflutet von Zombies, genau wie in Walking Dead, wo es dann zusammenbricht. Dann rettet man sich. Nein! Du hast alles gespoilert, Verlass die Party. Ich war noch nicht so weit. Wirklich? Ja. Ja, aber ist doch klar, dass irgendwann. Nein! Hör auf zu reden! Und am Ende wird es Spaß. Geh schnell raus. Gut, ich guck mal kurz, was meine Vorratslieferung ist. Mach's richtig spannend. Warte, ich mach spannende Musik. Dum, dum. Dum, dum. Wow, Marine-Exo. Dum, dum.
Ja, wohl er da ist so ein übelst witziges Bild auf Facebook aufgetaucht. Willst du jetzt, nee, lass nochmal Kill Confirmed, oder? Wie lange? Ne, Oder? wir nehmen schon lange genug auf, oder? Ja, ach so, für die erste Folge, ja, dann Ja, kannst ja. du jetzt gerne eine Verabschiedung reinhauen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bewerten nicht vergessen mit dem Daumen nach oben. Link ist in der Beschreibung zu Haptik, ganz unten. Aber nein, 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 Digga. Ja. Keiner soll auf meinen Kanal kommen. Abonniert mich nicht. Schaut auf gar keinen Fall in der Beschreibung vorbei wegen meinem Link. Genau, auf keinen Fall. Ich will's Wehe, nicht. Ich wehe, ihr mag tut euch nicht, das. Mann. Aber guckt nicht auf meinen Kanal vorbei. Habt ihr mich Wehe, verstanden? ihr tut das dann. Ich weiß nicht, da kommen die wieder Videos mit ihm, glaube ich. Nee, okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und 3, 2, 1. Tschüss.